Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem Monatsrückblick für den Monat Mai. Ich drehe heute draußen, weil das Wetter so schön ist und weil es drin viel zu warm ist. Und deswegen hoffe ich, dass man mich gut versteht, dass der Wind nicht zu laut ist und ja, dass die Vögel nicht zu laut sind, weil hier sind nämlich auch echt viele Vögel. Außerdem gibt es in diesem Video noch das Update zum Project 10 Books und ich blende euch einfach mal die Zeit ein, wann das anfängt. Dann könnt ihr das andere Monatszeug überspringen, wenn ihr keinen Bock drauf habt. Und sonst bleibt einfach dran. Der Mai war ein mega erfolgreicher Monat für mich. Also ich habe richtig viel gelesen. Ich habe, ich glaube, 9 Bücher habe ich gelesen, nein. Und ich habe sogar mal die Seitenzahl ausgerechnet und die Zahl, die ich am Tag gelesen habe. Das mache ich ja normalerweise nicht, aber ich dachte, hier lohnt es sich jetzt mal richtig. Und insgesamt habe ich 3725 Seiten gelesen, was 120 Seiten am Tag macht. Und das ist für mich mega viel. Angefangen hat mein Monat mit Selection, die Elite von Kira Cass, der zweite Teil der Selection-Trilogie. Ich habe das Ganze nochmal auf Deutsch gelesen. Also ich habe es ja schon mal auf Englisch gelesen, aber dann habe ich es nochmal auf Deutsch gelesen, weil The One ja rausgekommen ist im Mai. In diesem Buch geht es einfach weiterhin um America und wie sie versucht, um Maxon zu kämpfen, aber vielleicht auch um Aspen, wer weiß, dieses Mädchen kann sich einfach nicht entscheiden. Jetzt, wo ich alle 3 Bände der Trilogie gelesen habe, kann ich sagen, das ist der schwächste meiner Meinung nach. Es ist halt so ein typischer Zwischenband, der eigentlich gar nicht hätte da sein müssen. Also ich finde, die hätten diesen Band noch wohl zum ersten dazu packen können. Also den ersten und den zweiten als ein Buch machen und dann den dritten als ein einziges Buch, weil im dritten sehr viel passiert. Und das Ganze hat 4 Sterne von mir bekommen, weil es mich trotzdem sehr gut unterhalten hat, wie immer. Also diese Bücher unterhalten mich einfach immer sehr, sehr gut. Dann habe ich ein paar E-Books gelesen und die zeige ich euch jetzt mal. Ich hoffe, man erkennt irgendwas. Zu dem ersten kann ich das Cover irgendwie nicht auf dem Kindle zeigen, deswegen blende ich euch das jetzt hier ein. Und zwar ist es The Fault in Our Stars von John Green. Und das habe ich zum ersten Mal jetzt auf Englisch gelesen. Ich habe es schon 2 Mal auf Deutsch gelesen. Und ja, insgesamt das 3. Mal, dass ich das Buch gelesen habe. Es ist großartig. Ich freue mich so sehr auf den Film. Ich werde so viel weinen müssen. Und es wird einfach ganz, ganz, ganz toll. Und auf Englisch hat mir das Ganze auch wieder sehr, sehr gut gefallen. Und ich habe tatsächlich an anderen Stellen geweint als an... ja, als sonst, weil normalerweise gibt es so ein paar bestimmte Stellen, an denen ich immer heule. Aber auf Englisch hat das eine ganz andere Wirkung irgendwie auf mich und deswegen gab es da ein paar Stellen, an denen ich auf Deutsch nicht geweint habe, aber auf Englisch flossen dann die Tränen. Dann habe ich noch ein E-Book gelesen und zwar habe ich Kirschroter Sommer von Karina Bartsch gelesen. Das erkennt man jetzt nicht so gut, aber naja. Es geht um Emily, die in Berlin studiert und Emilys beste Freundin Alex, die nach Berlin kommt zum Studieren, weil sie ihr Studium abgebrochen hat von woanders in München, glaube ich. Und dann kommt sie nach Berlin. Und Alex zieht zusammen mit ihrem Bruder Elias, denn Elias, der studiert schon in Berlin und wohnt da auch. Und da Emily und ihre beste Freundin Alex sich schon von Kindesbeinen an kennen, kennt Emily natürlich auch Alex' Bruder Elias. Und die beiden hassen sich und verabscheuen sich. Aber dadurch, dass Alex jetzt in Berlin wohnt und auch noch mit Elias zusammen in einer Wohnung, kommt Emily natürlich immer mehr in Kontakt mit Elias und da passiert einiges. Und dann bekommt Emily außerdem auf einmal noch mysteriöse E-Mails, mysteriöse, tiefgründige, romantische E-Mails von einem Studenten, der anscheinend auch an ihrer Uni studiert. Ich hätte nicht gedacht, dass mir das Buch so gut gefällt. Es hat mir so unfassbar gut gefallen. Ich habe so gelacht und ich habe mitgefühlt und ich mochte die Charaktere so gerne. Also es war vor allem so unfassbar witzig. Der Schreibstil war grandios und ich habe dem Buch 5 Sterne gegeben, weil ich es einfach so, so, so genossen habe, das Buch zu lesen. Es hat mir so unfassbar viel Spaß gemacht. Direkt danach habe ich Türkisgrüner Winter gelesen. Das ist der zweite Teil dieser Dilogie und das Buch hat mir auch wieder richtig gut gefallen. Der erste Teil hat mir ein bisschen besser gefallen, aber Türkisgrüner Winter ist auch richtig, richtig toll, hat auch 5 Sterne bekommen und ich bin einfach nur hin und weg von diesen Büchern und werde die garantiert nochmal lesen. Ich habe diese beiden Bücher fast an einem Tag gelesen. Also ich habe das an einem Tag gelesen und ich habe ungefähr die Hälfte von Kirschroter Sommer auch noch an diesem Tag gelesen. Also ich konnte mich überhaupt nicht losreißen von diesen Büchern und es war einfach toll. Danach habe ich The One von Kira Cass gelesen, der 3. Teil der Selection-Trilogie und der letzte Teil. Ich habe so lange auf dieses Buch gewartet, ich wollte unbedingt wissen, wie es weitergeht und dieses Buch hat mich nicht enttäuscht. Das Buch hat volle 5 Sterne von mir bekommen, ich habe gelacht, ich habe so geweint, es war so dramatisch und ich kann verstehen, dass Leute das Buch nicht mögen, weil es wirklich, wirklich übertrieben dramatisch war und es ist einfach so viel passiert. Es ist in diesem Buch mehr passiert als in den beiden anderen Büchern zusammen, habe ich das Gefühl. Und
Und das Buch hatte auch seine Schwächen, aber ich habe dieses ganze Drama genossen. Ich liebe es manchmal ja sehr, wenn irgendwas überdramatisch ist. Und das war dieses Buch auf jeden Fall, besonders das Ende. Oh mein Gott, was da dann noch abging, da dachte ich mir, oh mein Gott, das kann eigentlich nicht wahr sein. Aber es war irgendwie richtig geil. Und deswegen hat es 5 Sterne von mir bekommen. Es war einfach ein toller Abschluss meiner Meinung nach. Aber ich kann es halt auch nachvollziehen, wenn Leute das zu dramatisch fanden und sich einfach nur dachten, das ist doch jetzt nicht ihr Ernst. Dann habe ich das erste Buch für Project 10 Books gelesen, und zwar Klammrot von Isa Grimm. Es geht um Anaïs, die nach Klammrot zurückkehrt, ihre Heimatstadt, und in dieser Heimatstadt ist ein großes Unglück passiert, und zwar gab es einen Unfall in einem Tunnel, der die Leben vieler Kinder eingebüßt hat und viele Kinder verstümmelt hat, weil es einen riesen Brand gab und so weiter. Und Anaïs war eine der wenigen, die den Unfall relativ gut überstanden hat. Und in Klammrot gehen einige Dinge vor sich. Ihre Stiefmutter ist verstorben, aber wahrscheinlich ermordet worden. Und Anaïs geht dem Ganzen auf die Spur, auf den Grund. Das Buch hat mir leider überhaupt nicht gefallen. Also es hat 1 Stern von mir bekommen und ich mochte es gar nicht. Ich fand Anaïs einen furchtbaren Charakter. Ihre Tochter mochte ich überhaupt nicht. Ich mochte keinen einzigen der Charaktere in diesem Buch. Ich fand die Story unlogisch. Die Auflösung am Ende war... Das fand ich einfach doof. Ich muss einfach sagen, dass die Story mich so gar nicht angesprochen hat. Es hat mich nicht gepackt. Ich habe nicht mitgefiebert und es war einfach nicht mein Ding. Eigentlich hatte ich ja gesagt, dass ich noch eine Rezension dazu machen wollte, aber das werde ich nicht mehr machen, denn zu 1-Sterne-Büchern mache ich ungern eine Rezension, weil ich möchte ein Buch nicht ein ganzes Video lang schlecht machen und das würde mit diesem Buch passieren. Außerdem habe ich schon wieder so viel vergessen, dass ich gar nicht mehr weiß, worum es da ging und ich... Es war einfach nicht meins. Danach habe ich das zweite Buch für Project 10 Books gelesen, und zwar Die Geisha von Arthur Golden. Das Buch hatte ich schon mal angefangen, als ich ungefähr 14 oder 15 war. Und ich bin nie durchgekommen, einfach, ich denke, weil es zu schwere Kost war quasi für mich. Den Film hatte ich damals schon einige Male gesehen, aber durch das Buch bin ich irgendwie nicht durchgekommen. Ich glaube, ich bin nur bis zur Seite 150 oder so gekommen und nicht weiter. Aber jetzt habe ich das Buch ganz gelesen und ich muss sagen, es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich hatte viel Spaß daran und ich liebe diesen Film einfach. Und ich liebe die japanische Kultur und es war mit den Geishas super, super interessant. Auch wenn natürlich nicht jeder einzelne Fakt, der einem hier aufgetischt wird, stimmt, fand ich es trotzdem super interessant und echt cool. Und ich finde es eigentlich super schade, dass das nur eine fiktive Geschichte ist. Ich hätte es super cool gefunden, wenn das nach einer wahren Geschichte gewesen wäre. Es geht um ein kleines Mädchen Chiyo, die mit 10 Jahren, glaube ich, oder mit 9 Jahren an eine Okiya verkauft wird. Das ist ein Geisha-Haus, in dem die Geishas wohnen und so weiter. Und sie wurde von ihren Eltern verkauft, weil die Mutter sterbenskrank ist und der Vater schon sehr, sehr, sehr alt ist. Und dann kommt Chiyo halt in die Okiya und wird dort aufgezogen und ausgebildet, aber es kommt zu einigen Zwischenfällen und dann ist nicht klar, ob Chiyo ihre Ausbildung noch weiterführen kann oder als Dienstmädchen den Rest ihres Lebens verbringen muss. Es ist kein spannendes Buch, aber es ist super interessant und sehr, sehr tragisch auch, aber auch einfach interessant. Ich fand es ganz, ganz toll. Bevor ich es vergesse, 4 Sterne hat es von mir bekommen. Dann habe ich noch ein E-Book gelesen, und zwar dieses hier. Das erkennt man auch wieder richtig gut. Unter Kirschbäumen von Sarah Jordan. Das ist ja die liebe The Sarah Story auf YouTube hier. Die kennt ihr garantiert alle und sie hat ihr erstes Buch veröffentlicht. Ich habe mir die E-Book-Version direkt geholt und habe es dann auch, ja, zeitnah gelesen. Und wer mich auf Goodreads verfolgt, wird schon wissen, dass das Ganze nur 1 Stern von mir bekommen hat. Ich mochte es einfach überhaupt nicht. Ich wurde einfach mit den Charakteren nicht warm, überhaupt nicht. Die Storyline an sich hat mir nicht gefallen und da sind so Logikfehler drin gewesen, von denen ich dachte, das kann doch eigentlich nicht sein. Und ich muss leider sagen, dass das Buch überhaupt nicht mein Geschmack war. Ich habe eine Rezension dazu geschrieben, auf Goodreads kann man die finden und auch auf Amazon. Ich kann euch das ja mal in der Infobox verlinken. Aber nichtsdestotrotz werde ich Sarahs nächsten Büchern natürlich noch eine Chance geben und ich hoffe sehr, dass die mir besser gefallen werden. Das letzte Buch, was ich im Monat Mai gelesen habe, ist City of Lost Souls von Cassandra Clare. Das gehörte auch zum Project 10 Books und war somit das dritte Buch vom Project 10 Books, was ich gelesen habe. Das Buch habe ich einfach nochmal gelesen, weil City of Heavenly Fire ja rauskam Ende Mai und einfach um nochmal in die Geschichte einzutauchen und um nahtlos anschließen zu können an den letzten Teil der Reihe, habe ich das Buch hier gelesen und es hat mir wieder sehr gut gefallen und es wird schon wieder so doll und laut. Was soll denn das?
Ich hoffe so sehr, dass der Ton nicht versaut ist. Das Buch hat damals schon und jetzt auch 5 Sterne von mir bekommen, einfach weil ich diese Reihe so sehr liebe und das wieder ein guter Band war. Nach City of Fallen Angels, was für mich ja der reine Tiefpunkt war quasi, aber das war wirklich toll. Außerdem im Mai habe ich noch angefangen, eine Serie zu gucken, und zwar Doctor Who. Das wollte ich schon ewig mal gucken und jetzt habe ich mich endlich dazu durchgerungen, es anzufangen. Und ich habe die erste Staffel geguckt, also die mit dem 9. Doktor, die erste Staffel der neuen Serie quasi. Und ich bin jetzt schon fleißig bei der 2. Staffel dabei und es gefällt mir immer besser. Also ich mochte den 9. Doktor wirklich gerne, aber der 10. ist auch echt cool und ich glaube, der wird noch cooler als der 9. Und ja, ich freue mich richtig doll auf den weiteren Verlauf der Serie. So, und dann kommen wir zu meinem Project 10 Books Update. Ich habe das Gefühl, dieses Video wird irgendwie richtig lang. Aber bisher habe ich von meinen 10 Büchern 3 gelesen, und zwar, wie gerade schon erzählt, Klammrot, Die Geisha und City of Lost Souls. Ich habe außerdem einmal die Regeln gebrochen und mir ein Buch gekauft, beziehungsweise ich habe ja das E-Book von Sarah gekauft und deswegen habe ich mir ein Strafbuch auf den Stapel gelegt, und dieses Strafbuch ist Chatter Me von Tahereh Mafi. Das ist jetzt noch dazugekommen, also habe ich 11 Bücher auf meinem Stapel. Und das nächste Buch, was ich lesen werde, ist auch ein Buch von Project 10 Books, und zwar ist das Momo von Michael Ende. Ich habe den Schutzumschlag abgemacht. Ich habe noch nicht angefangen, aber werde das jetzt lesen. Shari von Alles Allerlei liest das auch gerade. Und ja, dann dachte ich mir, mache ich das auch. Ich muss sagen, bisher geht es mir richtig gut mit dem Project 10 Books. Also ich habe überhaupt nicht das Bedürfnis, Bücher zu kaufen. Es ist eher so eine Art Befreiung, weil ich früher immer solche Schübe hatte. So plötzliche Anfälle von, oh mein Gott, ich muss jetzt sofort ein Buch kaufen. Und dann bin ich auf Amazon gegangen und habe mir 1-2 Bücher gekauft. Und das habe ich halt jetzt nicht mehr, beziehungsweise diesem Heißhunger auf Bücher kann ich jetzt besser widerstehen, einfach weil ich weiß, nein, ich darf das jetzt nicht. Und irgendwie akzeptiert mein Kopf das völlig und das ist voll gut. Also ja, ich bin momentan echt zufrieden. Und außerdem E-Book von Sarah habe ich auch noch nicht gesündigt und werde ich wahrscheinlich auch nicht. Außer wenn Andys Buch jetzt noch in nächster Zeit erscheinen sollte. Dann werde ich auf jeden Fall noch sündigen. Aber ja, sonst geht es mir sehr gut. Mich würde mal interessieren, wie es bei eurem Project 10 Books so geht. Wir tauschen uns ja schon ein bisschen in den Gruppen aus und so weiter. Aber ihr könnt ja einfach mal in die Kommentare schreiben, wie es euch so geht, wie viele Bücher ihr gelesen habt und so. Außerdem verlinke ich nochmal die Facebook-Gruppe und die Goodreads-Gruppe in der Infobox. Es haben bestimmt schon viele mitbekommen, aber ich sage es einfach nochmal. Für die Instagram-Nutzer unter euch. Ich dachte, es wäre ganz cool, wenn wir alle Project 10 Books Bilder in einem Hashtag haben, und deswegen habe ich mir Hashtag P10B ausgedacht, also ich blende es euch nochmal ein. Und es wäre cool, wenn ihr eure Bilder, die ihr auf Instagram postet, zum Projekt, beziehungsweise die Bücher, die ihr gerade lest, die zum Projekt gehören und so, das könnt ihr alles mit diesem Hashtag verhashtaggen. Und dann kann man in diesem Hashtag rumstöbern und sieht ganz viele Bücher und Bilder von euch, und das ist voll cool, das mache ich voll gerne. So, und dann erzähle ich euch nochmal zum 500. Mal mittlerweile, glaube ich, dass ich jetzt auch aktiv auf Ask.fm bin. Also wenn ihr mir eine Frage stellt, dann werde ich die zeitnah beantworten und ich werde sie nicht zurückhalten für ein Video, sondern ich beantworte die Fragen jetzt immer gleich. Ask.fm ist auch unten verlinkt, genauso wie alle Bücher und alles andere Social Media mäßige, so wie Instagram, Facebook, was weiß ich. Aber das seid ihr ja gewohnt, das kennt ihr ja, wisst ihr ja, was auch immer. Dann war es das für meinen Monatsrückblick und für das Update von P10B Project 10 Books. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns bald wieder. Auf Wiedersehen! Angefangen hat mein Monat mit... Oh fuck, es regnet irgendwie ein bisschen. Auch nicht. Hä? Wetter, du verwirrst mich. So, ich hoffe, das spiegelt total. Ja, Wind. Alles gut. Reg dich ab. Och, bitte! Ist doch scheiße. Ich hab's einfach geliebt und jetzt muss ich ein bisschen lauter reden, weil es schon wieder anfängt zu wehen. Ich werde noch verrückt.